Guten Abend, ich bin Stu Nairn. Zusammen mit Warner Wolf begrüße ich Sie zu einem höchst ungewöhnlichen Sportereignis. Zum ersten Mal in der Geschichte des Profisports stehen sich Boxer aus dem Osten und dem Westen gegenüber. Danke, dass du mir den Vortritt gelassen hast, Rocky. Du hast was gut bei mir. Nein, wir sind fit. Ich fühle mich hier neu geboren. Meine Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen. Besonders begrüße ich den derzeitigen Weltmeister und Schwergewichtschef, der den Begriff Mut neu definiert hat. Den italienischen Ex, Rocky Balboa. Tut mir leid. Mit Vergnügen. Rocky! Meine Damen und Herren, Sie erleben heute Abend zwei großartige Athleten. In der blauen Ecke, exakt 221 Pfund schwer, der frühere Boxweltmeister im Schwergewicht, der kämpfende Moskito, der King im Ring, der Graf von Monte Fausto. Du hast ja eine Menge Namen. Hab Geduld, Hengs, wir sind fast durch. Der Zauberer im Ring, der einzigartige Apollo Creed. Für Apollo stellt dieser Fight zugleich ein Comeback in den Ring dar. Wir dürfen auf einen großartigen Kampf gespannt sein. In der roten Ecke mit einem Gewicht von exakt 261 Pfund. Der Goldmedaillengewinner und ungeschlagene Amateur-Schwergewichtsweltmeister aus der Sowjetunion. Der sibirische Bulle. Ivan Drago. Du hast keine Chance. Ich mach dich fertig. Ich erledige dich. Die beiden Kämpfer kommen jetzt in der Mitte des Rings zusammen, um vom Ringrichter Lou Filippo letzte Instruktion. Okay, Jungs, ihr kennt die Regeln. Tiefschläge sind verboten, ebenso Nieren- und Nackenschläge. Ich wünsche euch einen sauberen Kampf. Wenn ein Fighter zu Boden geht, geht der andere in die neutrale Ecke, bis ich den Kampf wieder freigebe. Also gebt euch die Hände und wünscht euch viel Glück. Na schön, Zeit, dass ich dir was beibringe. Hey, nimm deine Hände hoch, Mann. Brauchst du dafür einen Übersetzer? Jetzt wird's ernst für dich. Hast schon verloren. Na schön, dann los. Es ist förmlich zu spüren, dass es zwischen den beiden so etwas wie Krieg geben wird. Du meine Güte, der Russe ist wirklich ein Muskelberg. Okay, Leute, die Show kann losgehen. Worauf wartet ihr? Ich kann's kaum erwarten. Hey, warte mal, hast du nicht was vergessen? Glaubst du, den brauche ich? Apollo ist wie immer in großartiger Stimmung. Er zieht eine riesige Show für die jubelnde Menge ab. In einer Minute bin ich zurück, okay? Da ertönt der Gong zur ersten Runde. Creed tänzelt um seinen Gegner herum. Creed weicht seinem Gegner nach hinten aus. Zum ersten Mal seit 5 Jahren steht er wieder im Ring. Sag zu, Mann! Worauf wartest du? Keiner der Kämpfenden ist bereit, den ersten Schlag zu landen. Da, eine linke gerade von Creed. Und noch eine. Und noch eine. Die Schläge kommen blitzschnell. Hoppla, Creed wäre beinahe ausgerutscht. Ein merkwürdiger Anblick. Creed hat den Höhepunkt seiner Boxkarriere längst überschritten. Und Drago hatte bisher kaum ernstzunehmende Gegner. Bleib dran, Mann! Halt deine Fäuste oben! Beweg dich, Apollo! Zeig's ihm! Drago bewegt sich kaum. Creed lässt nicht locker. Aber er hört schon wieder auf und tänzelt an den Seilen entlang. Bleib dran! Wieder landet Creed eine harte Linke. Drago zeigt keine Reaktion, aber man sieht, er wartet auf seine Gelegenheit. Drago! Jetzt kommt Bewegung in den Kampf. Aus der Ecke! Weg da, beweg dich! Unglaublich, wie der Russe Apollo mit Schlägen eindeckt. Er trägt ihn gegen die Seile. Deckung nach oben! Jetzt bekommt der Russe Apollo zu fassen und schleudert ihn quer durch den Ring. Wehr dich! Und sofort setzt er nach und schlägt auf Apollo ein, der keine Chance hat, sich gegen die wuchtigen Schläge zur Wehr zu setzen. Er steht ohne... Raus aus der Ecke! Noch ein rechter Haken. Und noch einer, den er nicht auspendeln kann. Da erfüllt der Gong. Endlich ist diese Runde zu Ende. Wir können nur hoffen, dass der Kampf abgebrochen wird. Was ist das für eine verdammte Schweinerei? Das sollte ein Schaukampf sein und kein Schlagfest. Warum treten die nicht gleich mit der Kalaschnikow an? Eine überwältigende Runde für den russischen Herausforderer. Und eine sehr blutige für Apollo Creed. Ich helfe. Dieser Mann hat eine Kraft, das ist kaum zu glauben. Champ, sieh mich an. Wir müssen abbrechen. Der Kampf ist vorbei. Du kannst kaum noch stehen. Nein. Aber Champ, du kannst da draußen nichts mehr tun. Ich bin hier, um zu kämpfen. Was willst du noch? Soll der Kerl dich umbringen? Ich muss weitermachen. Versprich mir, dass du den Kampf nicht abbrichst. Also wirklich, das ist eine verdammt aufreibende Runde für den Ex-Champion. Eins muss man jedenfalls mal klarstellen. Ivan Drago ist eine echte Zertrümmerungsmaschine. Du brichst den Kampf nicht ab. Egal, was passiert.
Ist da was passiert? Sweet kommt zur zweiten Runde aus seiner Ecke. Er tänzelt, aber er ist noch wackelig auf den Beinen. Ein Wunder, dass er überhaupt noch steht. Der Russe steht da und versucht gar nicht erst eine Deckung aufzubauen. Er nimmt Apollo als Gegner gar nicht mehr ernst. Jetzt geht er zum Angriff über. Apollo hat keine Kraft mehr zu kontern. Er muss alles einstecken, was kommt. Gnadenlos wird Creed von den Russen bearbeitet. Der Ringrichter versucht den Kampf zu unterbrechen, aber er wird ruhig in die Seite gestoßen. Schmeiß das Handtuch, Mann! Verdammt nochmal, gib mir das auf! Nein. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Mann so brutale Prügel einsteckt. Verdammt nochmal, gib endlich auf! Nein! Mein Gott! Creed liegt am Boden. Es sieht aus, als wäre er schwer verletzt. Lass ihn liegen! Halt zurück! Ich hab die Leute gereicht! Ivan Drago! Lass mich durch! Apollo! Ich kann nicht besiegt werden. Lebt er noch? Könnt ihr nicht endlich verschwinden? Soweit wir sehen können, bewegt sich... Wieso hilft ihm denn niemand? Ich besiege jeden Mann. Ich muss ihn tot. Verschwindet endlich! Hier ist das absolute Chaos ausgebrochen. Verdammt, bleib zurück! Bleib der Arzt durch, Apollo. Du schaffst es. Bald schlage ich den richtigen Champion. Bring deine Tage. Der Arzt kommt sofort. Er ist tot. Zum Teufel, lass die Luft zum Atmen. Was ein fairer Showkampf werden sollte, endete mit einer Katastrophe. Apollo Creed ist in einem außerordentlich ernsten Zustand. Ist er noch am Leben? Du schaffst es. Ich weiß, dass du schaffst. Wer tot ist, ist er tot.